Willkommen zu einem neuen Video von mailhilfe.de. Heute geht es darum, wie Sie in Google Mail automatisch Nachrichten weiterleiten, wenn Sie zum Beispiel im Urlaub sind. Es ist einfach, E-Mails in Google Mail automatisch weiterzuleiten, sodass Sie auch dann den Überblick über Ihre Mails behalten können, wenn Sie keinen Zugang zu Google Mail haben. Sie können die automatische Weiterleitung in Google Mail nur auf einem Computer einrichten. Die Einstellungen von Google Mail ermöglichen Ihnen die automatische Weiterleitung aller Nachrichten, die in Ihrem Google Mail Posteingang landen, an eine andere E-Mail-Adresse. Ob Sie Ihr Arbeitspensum während Ihres Urlaubs an eine andere Person weiterleiten oder sicherstellen müssen, dass Ihre E-Mails unterwegs erhalten, es ist einfach. Die Weiterleitungsadresse muss kein E-Mail-Konto in Google Mail sein. Und Sie können die Funktion auch jederzeit ein- oder ausschalten. So können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Melden Sie sich bei Ihrem Gmail-Konto auf Ihrem Mac oder PC an. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Gehen Sie in die Einstellungen, in den Menüpunkt Weiterleitung und Pop IMAP und klicken Sie hier auf den Knopf Weiterleitungsadresse hinzufügen. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die Nachrichten weitergeleitet werden sollen. Das müssen Sie kurz bestätigen. Zur Bestätigung wird Ihnen dann ein Bestätigungscode an die Adresse, die Sie eingegeben haben, gesendet. Klicken Sie nun, nachdem Sie den Code eingegeben haben, auf Bestätigen. Setzen Sie den Menüpunkt eingehenden E-Mails an, weiterleiten. Sie haben dann noch weitere Optionen, wie die Nachricht im Posteingang zu belassen, sie als gelesen zu markieren, sie gleich zu archivieren oder sie komplett zu löschen. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Änderungen speichern. Wenn Sie die Weiterleitung deaktivieren müssen oder wollen, wechseln Sie wieder in die Einstellungen, Weiterleitung Pop IMAP und wählen Sie hier den Menüpunkt Weiterleitung deaktivieren aus und bestätigen Sie das, indem Sie auf den Knopf Änderungen speichern drücken. Haben Sie Fragen zu dem Video? Schreiben Sie uns einfach einen Kommentar. Oder, wenn Sie es gut gefunden haben, geben Sie uns einen Daumen nach oben.